Vor allem mal so einen wunderschönen guten Abend bei uns in Argentinien. Einen schönen guten Tag. Wir haben da so erst mal 10 oder Viertel nach 3. Wie unterschiedlich diese Welt ist. Während hier Sommer ist, wir haben 4 Stunden weniger Zeitverschiebung, also in Europa 4 Stunden mehr. Aber die Welt, es ist jetzt im Moment sehr turbulent durch also eine schreckliche Pandemie. Mehr oder weniger leiden wir alle Menschen darunter. Mein Name ist Erika Rosenberg und ich komme tatsächlich aus einem weit entfernten Land, aus Argentinien, das Land, wo ich jetzt bin, denn ein Teil des Jahres in normaler Zeiten, da bin ich in Europa auf Vortragsreihen oder in USA. Aber dieses Jahr, ausgerechnet die letzten 12 Monate, haben mir vieles, vieles beigebracht. Es ist mir eine große Ehre, eine große Freude, den Vortrag heute online halten zu dürfen. Und deswegen möchte ich mich ja also auch recht herzlich bedanken für diese einmalige Möglichkeit. Also diesen Wunsch also wahrnehmen zu können. Und vor allem also du, Eva, du hast ja wirklich also dieses Projekt also auch angenommen. Auch also Herr Preußel von also der katholischen Erwachsenenbildung. Und also auch die Frau Greff. Also für mich also waren diese also 3 Menschen wirklich, die mir geholfen haben also mal heute diese Präsentation also als möglich zu halten. Und ich bedanke mich recht herzlich an allen Teilnehmer, die auch also ihren Abend geopfert haben, nicht wahr? Also die Geschichte von Argentinien, würde ich sagen, es ist ja viel mehr als, fangen wir an, respektvoll Papst Franziskus. Tatsächlich ein Papst aus der anderen, aus dem Ende der Welt und aus einer anderen Welt, aus einer lateinamerikanischen Welt. Dann machen wir weiter. Was weiß man? Maradona, Messi, auch Fußballspiel in der Zeit der Diktatur, Militär, also Militär. Dann was wissen wir noch über Argentinien? Ah, über ein Musical, Evita und Perón. Aber das ist ja nur, würde ich sagen, eine fiktive Geschichte. Kurz rundherum bei dem Musical aus dem Jahre 1974, also geht es prinzipiell um einen illusorischen Che Guevara, auch also die lateinamerikanische, sagen wir, die leidenschaftliche lateinamerikanische Figur aus den 60er, aber illusorisch also bei diesem Musical. Er erzählt die Geschichte von einer Evita und dann nebenbei über Perón. Aber dahinter steckt eine ganz andere Geschichte. Und warum habe ich diese Entscheidung getroffen, dieses Thema anzufassen? Ich habe also für die heutige Gelegenheit einen kurzen Text verfasst über meine Entscheidung. Das pandemische Jahr 2020, die längste Quarantäne der Welt in Argentinien, die Schließung von über 40.000 Geschäften nur in der Hauptstadt Buenos Aires, das verlorene Schuljahr, die über 50.000 an Covid-19 verstorbene Menschen waren für mich Grund genug, mich auf der anderen Straßenseite zu stellen und bis dahin für mich
übliche, unter anderem Lupe zu betrachten. Wahrscheinlich hätte ich in normalen Zeiten niemals die Entscheidung getroffen, über das Thema Perón und Evita zu schreiben, aber die vielen Ereignisse im Lande, Ungerechtigkeiten, Lügen, Intrigen, ausgerechnet in dieser turbulenten Zeit, waren der Auslöser meiner Entscheidung. Ich bin zu der Konklusion gekommen, dass ein Volk, das sich nicht mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt, läuft Gefahr, alte Fehler zu wiederholen und gerät in Panik und Chaos. Wenn man nicht weiß, woher man kommt, weiß man auch nicht, wohin man geht. Selbstkritik ist halt eine Tugend. Und so beginnen wir. Argentinien. Der Name Argentinien wird abgeleitet von dem lateinischen Wort Argentum. Warum Argentum? Was hat also Argentinien mit Silber zu tun? Also nur zwei Sätze. Denn wenn wir nicht also über die Vorgeschichte in diesem Land kurz berichten, da werden wir niemals die Geschichte Evita und Perón und also auch die Geschichte rundherum begreifen können. Die Konquistadoren, die Spanier, also Kolumbus, hat 1492 Amerika entdeckt und selbstverständlich die Spanier haben also die präkolumbinischen Kulturen, sagen wir, erobert. Die haben also auch ausgebeutet und ausgerottet. Also das ist, was ich mindestens so denke. Denn Amerika brauchte nicht entdeckt zu werden. Die hatte schon irgendwie Eingeborenen. Und die existierte schon fast immer. Und die Spanier suchten ständig und neugierig nach wahren Edelsteinen, Edelmetallen und wahrscheinlich, die haben also mal in Kontakt zu den Eingeborenen das Wort Silberfluss gehört. Und sie haben sich gedacht, es gebe also einen Silberfluss, das heißt ein Fluss voller Silber oder Gold. Und also die haben danach gesucht. Mit großer Überraschung haben sie feststellen können, dass es mal vom Norden bis Süden, also sagen wir bis fast Buenos Aires, haben nicht gefunden, außer einer riesigen Mündung, die Mündung von Rio de la Plata. Heute heißt es Rio de la Plata, Silberfluss. Und sie haben gesagt, aber das ist ja doch kein Silber. Nein, aber wirklich, also wenn die Sonnenstrahlen, also wenn die Sonne strahlt, dann widerspiegelt sich die Sonne wunderschön also ins Wasser. Und also dann, man kann sich vorstellen, da gibt es diese also Ausstrahlung, das sieht aus wie Silber oder Gold. Das ist ja nun zum Thema oder zum Namen Argentinien. Also bitte, Herr Albertin, nächste Folie. Dankeschön. Also hier, ich bin also von Beruf Lehrerin und da kommt immer schon das bei mir heraus. Also eine Landkarte aus Argentinien. Argentinien ist ja ein föderatives Land, es ist auch eine Bundesrepublik und hat 44 Millionen Einwohner, 24 Provinzen, Länder. Wir sehen schon also mal die Stadt Buenos Aires in grün und also wie gesagt, also Buenos Aires liegt an der Mündung dieses La Plata-Flusses. Und also das ist nämlich in der Welt die größte Mündung, 400 Kilometer zwischen dem Hafen von Montevideo bis zum Hafen von Buenos Aires. Ja? Okay. Also bitte nächste Folie.
die Kultur und die Sprache, die also uns, die Spanier, hinterließen. Soll ich ja kurz vorlesen? Oder kann jeder also mal durchlesen und da würde ich also gerne etwas erklären. Also bitte Herr Albertin oder jemand also von der Produktion würde ich sagen, soll mir sagen, was ich tun soll. Man kann gut das Ganze lesen, denke ich mal. Also Sie könnten gerne was dazu sagen. Okay, danke schön. Ja. Interessant ist ja also die Geschichte Argentiniens, wenn man vergleicht also mit der Geschichte also von Europa, es ist ja relativ jung. Wie gesagt, 1492, also kam Kolumbus an den Bahamas und dann entdeckte er Amerika, nicht wahr? Und er wurde beauftragt von der spanischen Krone, also von der Isabella von Kastilien und Fernando von Aragon. Deswegen, man sagte immer, ich weiß es nicht, also Herr Davis, Sie verstehen also wunderbar Spanisch, das sage ich auf Spanisch und Sie übersetzen ins Deutsch. Por Castilla y Aragón, Nuevo Mundo a Chocolón. Bitte übersetzen Sie. Por Castilla de León. Por Castilla y Aragón, Nuevo also, Mundo a Chocolón. Also wegen León, das war das Königreich in Kastilien und León, das waren die beiden Königreiche, hat Kolumbus praktisch Argentinien gemacht. Also neue Welt entdeckte. Neue Welt, also Nuevo Mundo, ja. Dankeschön. Also wegen Kastilien und León, das sind die beiden Königreiche in Spanien, hat Kolumbus die neue Welt gemacht, so etwa. Ja. Also das ist ja so, also, was sagt man also normalerweise hier und so lernt man also auch an der Schule. Das ist ja so wie also eine Rime und die Kinder merken sie sich das. Ein Jahrhundert später, beauftragte die spanische Krone die Jesuiten, und also hierher zu kommen. Und die Jesuiten haben sich zentriert und die Jesuitenreduktionen oder die Missionen also auch gegründet. Können Sie mal eine Folie zurück, bitte? Also Herr Albertin. Dankeschön. Also sagen wir, Misiones, das ist Nordargentinien, Paraguay und Bolivien. Wir sehen also schon mal die Grenzen und von Argentinien, Paraguay und dann Bolivien. Da haben sie sich ja so etabliert, die Jesuiten. Also bitte, jetzt weiter die Folie. Also die Jesuiten sind gekommen 1609. Und sie sind geblieben bis 1767. Und sie evangelisierten selbstverständlich die Region. Sie haben den Eingeborenen vieles beigebracht und haben auch also was hinterlassen bei der Sprache der Eingeborenen. Guarani, also sprechen, also die, sagen wir, Eingeborenen dieser Region. Und wenn man heute sich anschaut, ein Buch um Guarani zu erlernen, man entdeckt Deklinationen, wie in der lateinischen Sprache. Also nämlich Nominativ, Vokativ, Ablativ, Dativ, Genitiv und Akkusativ. Nicht wahr? Das heißt, also die Jesuiten haben also den Eingeborenen nicht nur also eigentlich viele Künstler und also auch anderen Sachen beigebracht, sondern die haben modifiziert die eigene Sprache. Ja? Andererseits haben wir die Gründung der Universität Chuquisaca. Chuquisaca, es ist ja eine Ortschaft, also heute ist Bolivien, damals war Vizekönigsreich von Peru. Und das ist ja eine Gründung der Spanier,
Das ist überhaupt die älteste Universität in der Region. Danach kommt also in der Provinz Córdoba auch also die älteste Universität, gegründet durch die Jesuiten. Aber Chuquisaca ist ja also durch die Spanier gegründet. Interessant ist ja also mal, was die Spanier also mit der Universität machten oder was die also mit dieser Universität verfolgten. So Universität durften nur Spanier oder Nachfahrer der Spanier, nicht die Kreolen. Warum? Sie wollten beibehalten, sagen wir, die Reinheit, die spanische Reinheit der Rasse. So entstand langsam ein xenophobisches Gefühl, das mit der Zeit sich in Faschismus verwandelte. Ja? Bitte, weiter. Wir haben also hier zwei Fotos. Links die Jesuitenreduktion. Wir haben also noch wunderschöne Ruinen in Misiones. Das sind ja schon ein Vermächtnis, also aus dieser Zeit. Und dann links haben wir ein Foto der Universität Chuquisaca. Und da habe ich also unten La Hispanidad gesetzt, weil also die Spanier also waren in der Hinsicht sehr xenophobisch direkt. Und also die suchten immer, es gibt ja keine Übersetzung auf Deutsch, denn das wäre die Spanität, aber nein, La Hispanidad. Das ist, was sie immer wieder suchten und verfolgten. Nächste Folie, bitte. Interessant, es ist ja die Gründung von Buenos Aires. Wie gesagt, also mal die Spanier kamen also vom Norden und immer runter suchten dann nach diesem Silberfluss. Und was haben sie gefunden? Ein Fluss. Nicht mehr. Aber da haben sie gemerkt, also da war günstig, um die ganzen Waren also auch einzufrachten und direkt also mal auf den Weg nach Europa zu setzen, an Bord, auf Schiffe. Ja, und wurde die Hauptstadt Argentinien durch Don Pedro de Mendoza am 2.2.1536 gegründet. Ja, das Foto, es ist ja ein Foto, was ich persönlich geknipst habe. Interessant, es ist der Obelisk, Wahrzeichen der Stadt Buenos Aires. Und also auch interessant in Verbindung mit unserem Thema. Denn also dieser Obelisk ist ja ein Geschenk des Dritten Reiches an die argentinische Regierung im Jahr 1935. Und warum, weshalb, das können wir uns ja wohl vorstellen. Interessant ist es, dass also dieser Obelisk ist errichtet worden innerhalb von 4 Wochen von einer deutschen Firma, Dieckehoff und Wittmann. Also die sind ja so ständig in der ganzen Welt für also Tunnelbau. Und also Dieckehoff und Wittmann war schon in Argentinien seit also 1902 und hatte die also Tunnel für die für die U-Bahnen gemacht und 1935 errichtete der Obelisk. Wie kann ich dahinter also mal auf diese Geschichte? Zufällig? Oder eher nicht, denn ich glaube, meine lieben Herrschaften, nicht an Zufälle, ich glaube an Kausalitäten. Ich habe lange Jahre als Übersetzerin gearbeitet bei Dieckehoff und Wittmann, hatte eine Niederlassung in Argentinien. Aber dann in den 90er Jahren ist ja pleite gegangen und hat das Land verlassen. Bevor also die Firma das Land verließ, hatte mir der Chef also auch ein Deutscher, ein Herr Warnig, Ingenieur Warnig, hat also mich gefragt, ob ich also ein paar Kopien von Dokumenten haben wollte. Und das waren also von Geschichten interessante Gebäude in Argentinien,
die also auch im Laufe der Zeit errichtet worden waren. Und was habe ich gefunden? Also auch die Geschichte von Obelisk. Ich glaube, es ist ja interessante Geschichte, wie manchmal also schon an Dokumente kommt, unerwartet. Ja, also dann bitte weiter. Nächste Folie. Argentinien war immer schon von Anfang an ein Einwanderungsland und also ein Vielvölkerstaat. Aber was nicht die meisten wissen, es ist, dass also auch zwei Deutsche, sehr wichtige Deutsche, hier in unserer Gegend gewesen waren. Der erste Deutsche war, der überhaupt der erste Deutsche und Mitbegründer der Stadt Buenos Aires, war Ulrich Schmidl. Also hier haben wir eine Straße in der Stadt, das heißt Ulrico Schmidl. Und gibt es auch eine deutsche Schule, also unter diesem Namen. Wer war Ulrich Schmidl? Der war Kartograf bei der Expedition von Don Pedro de Mendoza und kam also auch nach, was heute Argentinien ist. Er fand so interessant und so wichtig diese Gegend, diese Landschaft, also auch Sittengebräuche der ganzen Stämme damals, der hat im Jahr 1579 ein interessantes Buch veröffentlicht, also nicht ein Buch, sondern eine Chronik in Nürnberg. Ja, das, wenn man also ein bisschen googelt, das findet man also die ganze Geschichte. Also er war geboren in Straubing und dann also nach also dieser langen Schiffsfahrt und so weiter kam also nach Europa zurück. Der lebte in also Nürnberg, aber dann hatte er Schwierigkeiten also mit der Religion. Den war konvertiert, also lutheranisch, und der musste also Straubing verlassen und der ist gezogen nach Regensburg, wo er 1581 gestorben ist. Das ist ja zumal so, zunächst also zu der Geschichte Ulrich Schmidl, dann 1862, und da bin ich ganz sicher, denn ich habe also ein Buch in zwei Sprachen verfasst, kam Wilhelm Lehmann aus St. Mariendorf in Baden-Württemberg und also übernahm ein Teil und gründete noch ein Teil eines Kolonisierungsunternehmens in der Provinz Santa Fe. Und auch 16 Städte und Dörfer gegründet. Also interessant ist es auch zu wissen, dass er so mal im Laufe der Zeit, also kurz bevor er gestorben ist, der hatte ein großes Abkommen, also auch geregelt mit dem Baron Hirsch. Und er also übernahm die Einwanderung von 25.000 Ostjuden. Und das ist ja so schon, also 1870, 80. Ja, so interessant. Das war dann nicht immer also schlecht. Ich meine, die Einwanderer, die hierher gekommen sind, also obwohl also wir uns später, in den späteren Webinaren werden wir uns befassen mit anderen. Aber wissen Sie, für mich, das gibt es also Gute und Böse. Die sind nicht alle böse. Okay, bitte, nächste Folie. Hier zwei Fotos, zwei berühmte Deutsche, Ulrich Schmidl und Wilhelm Lehmann. Weiter bitte. Der Weg zum Agrarland, Argentinien und die Welt. Also ich bitte also das durchzulesen.
Also zu dem vierten Punkt, also zum Thema, da entstanden wahrscheinlich diese Verbindungen, da möchte ich sagen, bezüglich Kriegserklärung, Argentinien an Deutschland, es ist ja so wirklich nur, also April 1945, und gezwungen durch also den Druck von USA und Brasilien. Brasilien hatte bis zu diesem Zeitpunkt ab 1943 3000 Brasilianer, Soldaten, nach Europa geschickt und die sind gefallen. Argentinien blieb bis zu diesem Moment, April 1945, ein paar, also sagen wir Wochen vor Kriegsende, erstmal den Krieg erklärt. Also da haben wir schon ein bisschen, also unser Gerüst, womit also wir jetzt also in dieser Reihe also befassen werden. Bitte nächste Folie. Das herrlose Jahrzehnt 1930 bis 1940. Und also dann 1928 wählten die Argentinier einen Sozialisten, Hipólito Yrigoyen. Also der ist ja nur bis 1934 an der Regierung geblieben. Aber der sollte, weil also das war die Präsidentschaft also mal wirklich, also für diese Periode, 6 Jahre. Aber 1930 wurde er gestürzt. Und ein obskurer Oberst namens Juan Domingo Perón nahm an diesem, sagen wir, Militärputsch teil. Und das ist ja quasi der erste offizielle Auftritt oder in der Geschichte, also was also wir etwas über Perón wirken und Taten erfahren können, nicht wahr? Jetzt, nach dieser Zeit, fing in Argentinien an, also ausgerechnet in diesem ehrlosen Jahrzehnt, eine Seite fetter, also Wirtschaft, also mal der Brutalität, also der Gewalt, also Chaos überall, nicht wahr? Und also eine starke Inflation, nicht? Also diese starke Inflation, also kam imstande schon, also 1929, also als diese Wall Street Crash, also auch plötzlich da war. Ja, Perón nutzte diese Gelegenheit aus, um eine eigene Partei zu gründen. Also er nannte seine Partei Justicialismo. Das wäre Gerechtigkeit, nicht Peronismus. Aber im Grunde genommen auch Peronismus, weil also wir werden gleich sehen, also wie er schon die Politik manipulierte. Also das war nur reiner Populismus, ja, und Nepotismus. Also bitte weiter. Wir haben hier ein Foto, Juan Domingo Perón am 4. Juni 1946 im Parlament bei einer Rede. Er wurde als Präsident gewählt und da sehen wir ihn tatsächlich in seiner Militäruniform. Der ist ja sonst ja niemals anders aufgetreten, also immer angezogen als Militär. Bitte weiter. Aber jetzt kommt die Geschichte. Perón sympathisierte mit wem? Mit Adolf Hitler, mit Benito Mussolini, von dem er die Charta der Arbeit aus dem Jahr 1927 nach Argentinien brachte, mit dem General Francisco Franco, also mit Pinochet, also auch aus Chile, mit Stroessner aus Paraguay. Ja,
Er war selbst ab 1938 Militärattaché in Chile, Rom und zuletzt in Berlin. Aber interessant ist ja sein politisches Credo. Darum habe ich ja auch also sein politisches Credo eingeführt. Ungefähr vor einem Jahr traf die Bundeskanzlerin Merkel den argentinischen Präsidenten Alberto Fernández. Und bei dem Gespräch, es ist mir sofort aufgefallen, weil ich habe das verfolgt, da fragte also die Bundeskanzlerin, können Sie mir erklären, was Peronismus ist? Und selbstverständlich, also der Präsident Alberto Fernández konnte überhaupt also keine richtige Frage äußern. Warum? Das ist das politische Credo von Perón. Für uns steht weder positiv noch negativ irgendetwas fest. Das heißt, weder noch. Wir sind Antikommunisten, weil die Kommunisten Sektierer sind. Wir sind Antikapitalisten, weil die Kapitalisten Sektierer sind. Unser dritter Weg ist nicht ein Weg der Mitte. Er ist ein weltanschauliches Verhalten, das sich je nach besonderen Umständen mal nach der Mitte, mal nach links oder rechts orientiert. Und leider Gottes hat uns dieses Credo von Perón beeinflusst, sagen wir, bis diesen Dienstag, den 23. Februar 2021. Ja? Bitte weiter. Warum fand Perón fruchtbaren Boden in Argentinien für seine Politik? Ich habe gesagt, also von Anfang an, also dieser xenophobische Ursprung aus der Seite der Spanier, also dann also auch selbst die Lage. Und dann 1938 war ein entscheidendes Jahr, ich glaube weltweit. Vor allem also nach der Konferenz von Evian. Am 6. Juli, vom 6. Juli bis zum 15. Juli 1938. Also diese Konferenz, der Initiator war der USA-Präsident Franklin D. Roosevelt. Und also er vertrat also die Idee oder die Meinung, alle Länder oder viele Länder der Welt sollten zusammenkommen in Frankreich, um die Situation der verfolgten europäischen Juden also zu besprechen und sich selbst gegenseitig zu beraten. Aber leider daraus wurde nichts, denn die Länder in der Welt waren nicht, ja, sagen wir, imstande oder waren also nicht einverstanden, also diese Menschen also aufzunehmen. Nur zwei Länder in Lateinamerika. Also einerseits war China, das wissen wir, aber ich meine in Lateinamerika nur die Dominikanische Republik und Paraguay. Warum? Ich weiß es ganz genau. Meine Eltern, als also die Deutschland oder Europa verlassen mussten, also die durften nicht nach Argentinien. Sie mussten nach Paraguay. Ja, Argentinien hatte zu der Zeit ein Reiseverbot, also für alle diese Menschen. Jetzt kommen die Reaktionen von Argentinien, von dem Land Argentinien. Der damalige Außenminister José María Cantilo erteilte am 12. Juli 1938, noch also bevor die Konferenz von Evian also zu Ende ging, dann erteilte an alle Botschaften des Landes die wichtige Anweisung, europäischen Juden ein Einreisevisum zu verweigern. Und die herausgegebene Anweisung kennt man unter Direktive 11. Ja, ich wollte schon also nämlich ein Buch über die argentinischen Diplomaten schreiben. Und also als ich schon vor Jahren, als ich das herausgefunden habe,
Und also unter anderem, so sagen wir, makabre Sachen über die Diplomatie in Argentinien in Bezug also auf Verfolgten, Sozialisten, Kommunisten, Homosexuelle, Juden, Sintis, Romas, da habe ich gedacht, also nein, das mache ich nicht. Aber dafür habe ich etwas Interessantes und Wichtiges gefunden, nämlich das Leben und Wirken von einem Schweizer Diplomaten namens Gas Lutz. Aber das ist nicht das Thema, also für heute, und nicht das Thema, also von uns heute. Ja, aber ich habe also auch ein Buch verfasst. Also bitte, nächste Folie. Wir haben links die Konferenz von Evian. Das ist ein Foto aus dem Archiv Infobae. Und dann rechts haben wir die Direktive 11, Circular 11 auf Spanisch. Ja, und das ist ja so mal aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes in Argentinien. Also dann bitte weiter. Ich habe gesagt, also dann, Perón hat den fruchtbaren Boden gefunden, also auch also für seine Absichten. Denn das, was Sie sehen, es ist nicht ein Foto einer Nazi-Kundgebung in Deutschland, sondern es ist die größte Nazi-Kundgebung im Stadion Luna Park außerhalb Deutschland 1938. Ja? Weiter. Perón ist ja geboren am 18.10.1895 in Lobos, Provinz Buenos Aires. Lobos ist ja eine kleine Stadt, 100 Kilometer südwestlich von Buenos Aires. Sein Vater war ein ausgezeichneter und guter Mensch, also ein ausgezeichneter Arzt. Nichts berühmt, aber also wirklich, ihm ging es sehr gut, also beruflich. Seine Mutter, da kam also aus seiner Familie aus Genua. Während also seine Mutter war eine Frau, also Hausfrau, Tochter einer Frau, die gehörte zu einem Stamm der Eingeborenen, der Tehuelches. Er pflegte keine gute Beziehung zu der Mutter. Perón sagte mehr als einmal, er erzählte nicht also über den Ursprung der Mutti, sondern eher vom Vater. Ja? Und deswegen, also 1900, das war die ganze Familie ist umgezogen, denn sein Vater erhielt auch einen guten Posten im Süden des Landes als Arzt der Provinz Santa Cruz und dann später Chubut. Und 1905, also dann aus irgendeinem Grund, also ich denke, weil also er als junger Mann, also Perón, verstand sich auch nicht so gut mit seiner Mutter, zog er zu seiner Großmutter nach Buenos Aires, wo er 1907 die Polytechnische Schule besuchte. Also dann entschied er sich also für die Militär. 1919 bis 1913 besuchte er die Offizierschule des Heeres und er promovierte also als Unterleutnant. Und 1926 bis 1929, da besuchte er die Militärhochschule. Und dann traf er die große Liebe seines Lebens. 1929 heiratete er Aurelia Tizón, die also leider ein paar Jahre später an Krebs also erkrankte und 1938 verstarb. Also das Ehepaar also blieb kinderlos. 1930 war er Mitglied des Generalstabs des Heeres und Professor
für Militärgeschichte an der Militärhochschule. Und das ist also, als er an diesem Militärputsch gegen den Sozialisten, gegen den Präsidenten Yrigoyen teilnahm. Nächste Folie, bitte. Also, weiterhin mit den biografischen Angaben. 1936 wurde er Militärattaché in Chile. Dann zwischen 1939 und 1941 war er in Europa, zuallererst also in Italien. Also er war wirklich unglaublich glücklich, dass er in der Nähe oder also halb so nah von Mussolini war. Für ihn bedeutete Mussolini eine Art Idol. Und also auch war er in Berlin. Und also er bewunderte auch Adolf Hitler. Dann kam er nach Argentinien zurück und dann gründete er mit einer Gruppe von Offizieren eine Offiziersloge, eine Geheimgruppe unter dem Namen GO. Grupo de Oficiales Unidos. Also die konspirierten, verschwörten, also alle diese Sachen gegen die zivile Regierung von Ramón Castillo 1943. Und die, also diese zivile Regierung also ist auch gestürzt worden. Und also dann Perón kam an die Regierung als Arbeiterminister und dann 1944 Vizepräsident unter General Farrel. Aber die Wahrheit war, dass Perón also mal meisterte die ganzen Fäden hinter also diesem General Farrel an der Regierung. 1945, es war also die Regierung von General Farrel, war eine Diktatur. Und deswegen Perón also ließ also so viele Menschen, Sozialisten, also auch Arbeiter, also wir verhaften. Und es wurden also demokratische Zeitungen geschlossen. Also dann, also die Militär wollten schon gar nicht mehr mit Perón zu tun haben. Und er wurde seinem Amt als Vize enthoben und wurde inhaftiert. Er saß auf einer Insel, auf der Insel Martin Garcia, unweit also von dem Hafen Buenos Aires, also ausgerechnet auf der Rio de la Plata, diese Insel. Er ist also ein Gefängnis und also der musste sitzen. Leider nur ein paar Tage, weil kam eine spontane Massendemonstration am 17. Oktober. Also die haben gefordert, die Freilassung von Perón. Er ist freigelassen worden. Er hatte inzwischen schon ein paar Jahre vorher Evita kennengelernt. Also wie er die Eva Perón zum ersten Mal traf, kommt also wirklich in der nächsten Folge, im nächsten Webinar. Das gehört zum Thema Eva Perón, biografische Angaben. Ja, das werde ich ja so ganz ausführlich erzählen und schildern. Und dann 5 Tage nach dem, also frei, nach diesem 17. Oktober, also hier dieser Tag, also wird heute noch gefeiert, es ist ja fast also ein Feiertag, dann heiratete er die Eva Duarte. 1946 gewinnt er die Wahlen und wurde Präsident. Was hat er gemacht? Das Erste, was er gemacht hatte, er hat eine Verfassungsreform gemacht, um also sich ja mal zu vergewissern, die Wiederwahl als Präsidenten. Ja, bitte nächste Folie. Ende 1951 kandidierte er nochmal. Gewann er erneut die Präsidentschaft und durch Evita initiiert, also somit hatten sie mehr Stimmen, also haben die Frauen zum ersten Mal in der argentinischen Geschichte gewählt.
Interessant, es ist ja so, bei dieser zweiten Präsidentschaft, also wollte Pere Evita auch kandidieren und sie wollte präsentieren die Formel Perón, Perón. Aber Perón wollte einzeln sein, eine Einheit, und also er hat es sich verweigert. 1900, also am 26. Juli 1952, verstarb seine Ehefrau Evita an Krebs. Also 1955 eskalierte, weil er so hatte schon 1952 angefangen, ein Prozess der Zerstörung bei der Beziehung zu der Kirche. Die Kirche war also nicht alle in der Kirche waren einverstanden mit der Politik von Perón. Und 1955 ließ er viele Kirchen also in Brand setzen. Und daher, also der ist ja exkommuniziert worden, also durch den Papst Pius XII. Was hat der Perón noch gemacht? Er hat also katholische Zeitungen verboten, verhaftete Priester und. Am 6.9.1955 wird Perón durch einen Putsch gestürzt. Und er ist ja geflohen, sofort, da hat er sich versteckt. Ich erinnere mich noch also anekdotisch, denn ich war also anekdotisch, weil das habe ich immer von meiner Mutter gehört, nicht also von meinem Vater. Mein Vater verstarb, als ich 9 Jahre alt war und ich bin 51 geboren. Das heißt, interessant ist ja so, mein Vater war ausgerechnet also am Maiplatz, Plaza de Mayo, und da also mal ist ja so mal dieser Aufstand und also auch der Militärputsch, also gegen Perón. Und es wurde also wirklich, da gab es ja also viele Waffen, also waren Munitionen und es wurde geschossen. Und da viele Menschen sind ja also bei dieser, sagen wir, Militärputsch und Revolte, die sind ja also gestorben. Mein Vater hatte interessanterweise sein Leben durch Zufall gerettet. Ich denke also mal plötzlich, er hatte also mal vor dem Nationalsozialismus seine Heimat verlassen müssen und er landete in ein Land, also wo auch also wirklich die Politik nicht anders gewesen war, irgendwie nicht anders. Im Grunde genommen war das auch so faschistisch, also wie damals die Zeit vom Dritten Reich. Dann also, der versteckte sich in Paraguay, wirklich direkt also geschützt, also in Obhut von also einem anderen Diktator namens Präsident Stroessner. Die Geschichte, die Vorgeschichte von Stroessner ist auch sehr interessant, denn also väterlicherseits kam die Familie aus Bayern und mütterlicherseits war also auch eine Guarani, also eine Eingeborene, also gehörte zum Stamm Guarani. Ja? Interessant also, das ist ja wirklich diese Gattung von Menschen, also die, ich weiß es nicht, aber vielleicht können wir nachher so ein bisschen besprechen. Dann also, der ging nach Panama, der war in der Dominikanischen Republik, Venezuela und zuletzt Madrid. In Venezuela gab es damals also auch einen Diktator, der ihn unterstützte. Und interessant ist es, er lernte dort kennen Isabel Martínez de Perón. Nachher also wurde seine Frau. Wo hat er sie kennengelernt? Wir werden uns also auch bei den nächsten Webinaren ein bisschen ausführlich intensiver beschäftigen. Also interessant. Also die war eine Frau, die, sagen wir, in einem Nachtclub gearbeitet hatte, also auch mit Striptease und so weiter. Und die haben angefangen, beide eine Beziehung also aufrechtzuerhalten. Und dann er nahm sie nach Madrid
mit. Ja, und dort lebten beide, also bis Jahr 1972 in Puerta de Hierro. 1972, also war seine Rückkehr nach Argentinien, nach vielen Jahren, nach der Militärdiktatur, und 1973 wieder zum Präsidenten gewählt. Also bitte nächste Folie. Das sind nämlich die letzte Folie, biografische Angaben. Also er regierte nur ein Jahr, war schon nicht so alt, aber also auch schon sehr erkrankt. 1973 bis 1974 war die dritte Präsidentschaft Perons. Und also dann verstarb er am 1. Juli 1974. Also im Amt blieb seine Ehefrau Isabel Martínez de Perón bis also 24. März 1976. Also die Frau, also Perón, dann in ihrer Umgebung war also auch eine Art, sagen wir, obskure Figuren, also wie eine Art Kuckucksklan. Und Servier reagierte und es gab im Lande, also diese Spaltung, es herrschte also auch Korruption, Chaos, Intrigen, also Menschen wurden ermordet von heute auf morgen aus irgendeinem Grund. Es ist ja eine sehr obskure Zeit, also in der argentinischen Geschichte. Und dann kam die Militär und durch also wieder ein Militärputsch, also hat also diese Regierung gestürzt. Aber dann beginnt die repressivste Diktatur in Argentinien und Südamerika im 20. Jahrhundert mit circa 30.000 Vermissten. Und das ist die letzte Folie. Ich hoffe, jetzt gibt es Fragen. Hier habe ich also schon eine Frage gefunden. Herr Gross. Machen Sie, ich würde Sie erst zunächst mal übernehmen. Ja. Ich stoppe Frau Professor Rosendank, Frau Professor Rosenberg, für Ihre Worte, für Ihren Beitrag, für die auch persönlichen Bemerkungen zur Geschichte Argentiniens. Ich glaube, vieles ist unseren Zuhörern und Zuhörern auch mir klarer geworden, wieder bewusst geworden. Ich freue mich wahrscheinlich wie viele andere auch auf die weiteren Abende, die uns in den nächsten Wochen erwarten. In einer Woche haben wir einen Beitrag dann zu Evita. Evita, die schöne Unbekannte. Bei uns in Deutschland ist noch einigermaßen bei der älteren Generation bekannt. Den Link haben wir Ihnen schon alle zugeschickt. Da können Sie also wieder teilnehmen in einer Woche. Und dann sind die Kollegen aus Dingolfing federführend. Also herzlichen Dank an Sie, Frau Rosenberg. Sie bleiben noch ein bisschen in der Leitung. Und vor allen Dingen vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo Sie auch herkommen. Und danke auch für die Fragen. Das hat das Ganze doch sehr belebt. Und ich habe den Eindruck, dass Sie dieser Vortrag begeistert hat, fasziniert hat. Und wir haben ja auch schon einige Rückmeldungen, zum Beispiel von Frau Petra Boyen, die hat sich anscheinend schon verabschiedet. Danke für diese Ausführung. Dem schließe ich mich an, im Namen auch von Frau Nagler und von Herrn Albertin. Und gebe Ihnen noch, Frau Professorin, das letzte Wort. Und dann schließen wir wirklich die Konferenz ab. Grüße aus Argentinien vielleicht noch. Also nicht nur Grüße aus Argentinien. Also mal, die Geografie ist für mich unwichtig. Wichtig ist ja, dass man wirklich wahrhaftig etwas recherchiert und weitervermittelt. Deswegen möchte ich mich ja vom ganzen Herzen bei allen Teilnehmern und bei den Organisatoren nochmal bedanken. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, vor allem bleibt gesund. Und also darf ich kurz was sagen. Ich habe im Laufe meines Lebens viele Deutsche gehört, wie sie sich ständig oder wie sie ständig jammern. Also Deutschland, es ist ein Schlaraffenland im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, nicht mehr.
Alles Liebe und Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, adios, hasta la vista. Hasta pronto.